Amerikaner in Paris gibt's viele, Sowjetrussen in Hagen wenige. Er könnte der erste sowjetische Basketballstar im Westen werden. Rimas Kurtinaitis beim Olympiasieg mit der Nationalmannschaft in Seoul am Höhepunkt seiner Karriere. In seinem Club Žalgiris Kaunas gehört er mit stattlichen 1,98 Meter nicht zu den längsten, zusammen mit dem 2,23 Meter Riesen Sabonis jedoch zu den größten. Der 28-jährige Litauer hat alles, was ein Basketballprofi braucht. Sicheres Dribbling und Spielübersicht. Sprungkraft verbunden mit sauberem Abwehrverhalten. Einen zielstrebigen Drang zum Korb ebenso wie einen sicheren Drei-Punkte-Wurf aus mindestens 6,25 Meter Entfernung. Er ist einer der weltbesten Außenspieler, verfügt über alle Stärken im individuellen Bereich, die ein Basketballspieler haben muss. Er ist dribbelstark, er ist sehr laufstark und was das Wichtigste ist, er ist einer der sichersten Drei-Punkte-Schützen in der Welt, kann man sagen. Und von daher ist er also ein idealer Spieler auf der Flügel- und Aufbauposition, die man sich als Trainer nur wünschen kann. Wenn sich Hagen und der sowjetische Verband einig werden, wird dieser Wunsch schon im kommenden Sommer in Erfüllung gehen. Noch hat Kurtinaitis seine Unterschrift nur im Gästebuch der Stadt hinterlassen. An seinen finanziellen Forderungen wird der bislang einmalige Transfer mit Sicherheit nicht scheitern. Dieser Mann oder die sowjetischen Sportler sind insgesamt sehr bescheiden. Das hat mich auch beeindruckt dabei. Und Geld ist zwar auch eine wichtige Geschichte, aber die Freundschaft, glaube ich, zählt gerade in Bezug auf Litauen für Hagen mehr. Wie bescheiden sind denn die Spieler aus der UdSSR? Sind die billiger als andere? Mit Sicherheit sind sie billiger, aber über Geld möchte ich hier eigentlich nicht reden. So gut wie Kurti will dieser junge Mann noch werden. Guido Mattus vom deutschen Meister Köln gewann überraschend den Dunking-Wettbewerb. Beim Aufeinandertreffen der besten Drei-Punkte-Schützen galt der blonde Mann aus Kaunas dann als eindeutiger Favorit. Mit seiner Treffsicherheit aus der Distanz hatte er maßgeblichen Anteil an 4 Meisterschaften mit Kaunas und ZSK Moskau und an der Europameisterschaft der UdSSR 1985 in Stuttgart. Doch vielleicht lag es am ungewohnten SSV-Trikot, dass sein Teamkollege Vian Slovas im Stechen noch ein bisschen besser war. Bescheiden, wie er nun mal sein soll, überließ er dem jungen Nachwuchsspieler Beifall, Sieg und die damit verbundenen Einkaufsgutscheine. Und das hat politische Gründe. Das ist wahrscheinlich der einzige Vorteil des Sozialismus, dass er uns nicht zu Materialisten gemacht hat. Der hat gesagt, ich habe gute Angebote, aber wenn ich komme, komme ich nach Hagen. Warum ausgerechnet Hagen? Was gefällt ihm an der Stadt, an dem Verein, dass er unbedingt hierher möchte? Die Stadt gefällt ihm sehr gut, ist ähnlich seiner Heimatstadt. Außerdem hat er ja sehr viele langjährige Freunde. Und er hatte schon sein Wort vor 2, 3 Jahren gegeben, möchte das auch einhalten. Im Hagener Turnierfinale hatten Kurtinaitis und Co. Probleme. Nach dem Pausenrückstand gegen die in Schwarz spielende starke US-Auswahl aus Chicago leitete der Zar des Drei-Punkte-Wurfs selbst die Wende ein. Der oft unscheinbar und unauffällig wirkende Familienvater räumt auch in der Deckung kräftig auf. Sein Rebound, der nächste Korb. Diesmal nach glänzender Ballstaffette von Lekarauskas erzielt. Der sowjetische Pokalsieger und Europapokalgegner der BG Bayreuth zeichnete sich in dieser Phase durch Kampf, Übersicht, Technik, Spielwitz und Treffsicherheit aus. Hier ist es der altinternationale Jovaisha, der Kurtinaitis nur wenig nachstand. Der war auch weiterhin trotz härtester Bewachung aus allen Lagen erfolgreich. Immer wieder die Nummer 10, immer wieder Rimas Kurtinaitis, der hier mit einer Körpertäuschung gleich 3 Verteidiger versetzt. Aus dem Passgeber wurde der Vollstrecker und umgekehrt. Da die Amerikaner in diesem für deutsche Verhältnisse Weltklasse-Finale bis zum Schluss mithielten, musste Kaunas alles geben. Goldjungi Kurti gab am meisten und wurde mit 28 Punkten bester Korbschütze des Spiels.
Mit diesem Dunking am Ende des knappen 97:89 Sieges verabschiedete er sich von seinen Hagener Fans. Doch er ist sicher nur für kurze Zeit. Auf Wiedersehen nächstes Jahr in Hagen. Bis dann.